Moin, moin, liebe Leute, Mahlzeit würde ich sagen. Seid gegrüßt zu einer neuen Folge des 19 hier Nordfriesischer Marsch, natürlich 1.2 am Dienstag. So, was machen wir heute Schönes? Ein bisschen testen natürlich noch, haben wir ja schon angefangen. Jetzt sagen wir, so steht hier eigentlich ein Auto, aber das haben wir dahingestellt. Okay, Verwirrtheit, lässt grüßen, moin. Was machen wir Schönes? Also, ich habe gerade eben mich nochmal rangesetzt vor der Aufnahme in der Hoffnung, dass ich den Mischfutter Trigger jetzt nochmal ein bisschen korrigiert habe, dass er vielleicht automatisch fährt. Das könnten wir mal testen in der heutigen Folge. Und ich habe ein Autodrive-Update gemacht. Ich habe jetzt 1.0.7.0. Und ich habe auch ein Crossplay-Upgrade gemacht. Ich habe jetzt Crossplay 3.4.2. Also wir sind wieder ein ganzes Stück voran in den Versionsnummern. Ob das Ganze funktioniert und wie auch immer, das werden wir natürlich jetzt im Laufe der Aufnahmesession merken wahrscheinlich. So, was haben wir Schönes? Ufo da. Hafen, ah, bis zum Hafen muss er fahren. Aber ist dann so. Okay, also Hafen. Verkaufsstelle. Verkauf am Hafen. Mischration. Zwei Fahrten noch mehr wären 80.000. Hätten wir, glaube ich, auch nichts mehr, oder? Aber zur Not gibt es noch Silage. Also er fährt jetzt schon mal los. Ne? Ich musste nicht auf Weiterfahren klicken. Das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen, glaube ich. Ja doch, das passt. 80.000 noch, dann bleiben noch 40.000 über, bringen wir demnächst mal ein bisschen Silage hin und dann lübt das schon, hoffe ich mal. So, der Häcksler steht hier noch rum. Ich hatte auch überlegt, dass wir jetzt vielleicht in der heutigen Aufnahmesession versuchen, viel Geld zu verdienen. Die heutige Aufnahmesession wird wahrscheinlich tatsächlich die letzte Aufnahmesession vor dem Donnerstagstream sein. So mein Plan. Ich nehme jetzt eigentlich 4 Folgen im Stück auf. Dienstagabend gerade. Ne Quatsch, Montagabend gerade. Das ist ja hier die Dienstagsfolge. Wieder völlig durcheinander. Und Donnerstagabend Livestream, dann mit Veröffentlichung natürlich der 1.2. Die meisten Verbesserungen und Neuerungen kennt ihr ja schon. Wird jetzt auch nicht großartig noch was dazukommen, weil ich jetzt eigentlich gar keine Zeit habe in den nächsten Tagen großartig was Neues noch zu basteln. Dann würde das so halbfertig werden und kann nicht richtig getestet werden. Deswegen, das wird nichts. Ich werde natürlich noch die Kanalmitglieder updaten, die sozusagen die, ja, die Landwirte und die Gutsherren Umzugswünsche bearbeiten, Deko-Wünsche von Häusern bearbeiten sozusagen, das was da so in den letzten Tagen reingekommen ist. Und natürlich habt ihr noch die Möglichkeit, wenn ihr auf der nächsten Marsch 1.2 vierfach euch ein Haus sichern wollt, auf der Homepage findet ihr die Übersicht der Grundstücke hier auf der Karte und könnt euch dann natürlich im Zweifel ein freies Grundstück aussuchen und Kanalmitglied werden und dann kriegt ihr da dementsprechend natürlich auch euer Haus zugewiesen. So, das wird Shelly und ich werden wahrscheinlich Mittwochabend machen, denke ich mal. So, mal hier, da haben wir den, der Kalker, ne? Aber der Kalker war fertig mit Kalken. Ich erinnere mich. So, benötigt kein Kalk mehr, Flügen raus. Dünger muss er als nächstes rauf. Da haben wir bei ihm hier gerade auch auf Feld 12 bei der Arbeit Abfahrer einstellen. Das ist schon mal praktisch, dass, obwohl ich eine neue Crossplay-Variante scheinbar drauf habe, er hier weiterarbeitet. Das ist ja auch schon, ne? Ihr seht, der Raps blüht. Das ist gar nicht mal mehr so lange, denn blüht es nicht nur, das ist erntereif. So, und auf der 3 haben wir auch noch einen Abfahrer einstellen. Guck mal, da haben wir die doch alle wieder am Laufen. Ja, natürlich, also die Frage, Nachfrage war groß, Rinderzucht und so, werde ich bis 1.2 nicht seriöserweise schaffen, weil ich mich jetzt selbst auch noch nicht ganz damit auseinandergesetzt hatte, ob ich die Tiere genauso rauskriege, wie ich sie reinkriege. In Anführungsstrichen, beim Schlachter kommen ja auch, was weiß ich, Schafe, Schweine und sowas rein, ein Stückzahl wird aber in Literzahl umgerechnet und das andere muss man ja wahrscheinlich, weiß nicht, ob es rückwärts gerechnet wird oder wie das überhaupt einzustellen ist. Das bleibt abzuwarten. Aber dann wird es auf jeden Fall relativ zeitig hinterher, ne? Dann wird es nicht 3 Wochen dauern oder so, sondern wenn das klappt, vielleicht eine Woche. Wobei am Wochenende natürlich auch keine Zeit ist, da wir da hier Geburtstag haben. Dementsprechend wird das auch eher knapp. Stream wird es dann wohl auch nicht geben, Samstagabend. Das wird nix. Das ist auf jeden Fall schon mal safe. Aber den Kalker brauchen wir dann eigentlich erstmal gar nicht hier. Den könnten wir eigentlich von hier mal zum Hof schicken, ne? Lass uns doch mal zum Hof Mitte fahren. Wir wollen aber heute ganz dringend nicht nur darauf achten, dass wir Mischfutter verkauft kriegen, das haben wir ja so ein bisschen an Geld, hier sammeln, ne? Weil Seasons lässt das Gras ja auch wieder verschwinden. Also über Nacht ist bestimmt schon ein bisschen was von dem Gras hier verloren gegangen. Haben wir hier gar nicht mehr so viel, aber eine Ladung können wir vielleicht noch wegsammeln. Viel mehr wird es wohl eher nicht. Sonne geht auf, 5.50 Uhr.
schon leise auf den. Ich finde, der Spielsound ist bei mir gefühlt schon wieder leiser geworden, obwohl ich eigentlich nichts an den Einstellungen gemacht habe. Finde ich, ist es ein bisschen leise. Das finde ich jetzt ein bisschen laut. Bau ist auch knapp an der Grenze, oder? Kommt drauf an, kommt ein bisschen aufs Fahrzeug drauf an. Ich glaube, bei dem geht's. Er sollte auch ein bisschen Hintergrundsound hören. Kann sein, dass da nochmal wieder ein bisschen Abstimmung erforderlich ist. Müssen wir gucken. Falls es jetzt zu laut ist vom Fahrzeug, dann tut es mir schon mal leid. Ein bisschen, ich denke aber, es müsste hinhauen. Ne? Man soll ein bisschen was hören. Aber die sollten natürlich auch nicht verstehen können. Weil einige wahrscheinlich lieber nur Fahrzeugsound hören wollen. Wieder andere brauchen keinen Fahrzeugsound. Oh doch, ich glaube schon. Ein bisschen Fahrzeugsound brauchen wir ja einfach dabei. Ne? Wir sehen eben, dass auch schon wieder locker eine ganze Wachstumsstufe drauf, seitdem wir gemäht haben. Das ist ein paar Tage her. Langgezogener Schatten verwirrt hier so ein bisschen. Aber kriegen wir echt nicht viel darum, ne? Zwei Anhänger voll, dann war's das. Und die müssen wir auch erstmal voll kriegen. Was sich ja auch lohnen soll, Hopfen häckseln, ne? Aber Hopfen ist mir doch eher zu gut soll zum Bier. Und das ist auch das Stichwort, wir haben sehr, sehr viel Produkte zu verkaufen. Die Fleischerei hat über Nacht ein bisschen produziert in allen Zweigen, natürlich auch der Huhn. Aber unsere gekauften Rinder, Schweine und Schafe sind über Nacht zum Stück verarbeitet. Brauerei hatte gut gearbeitet, weil ich schon gerne noch ein großes Grasfeld mir kaufen wollen würde, oben im Norden, um da ja, den Silagebunker, den wir da aufgestellt haben, noch ein bisschen voller zu kriegen. Und das schaffen wir höchstens, wenn wir das langgezogene Feld oben noch kaufen, was auch sehr, sehr Cosplay-freundlich ist, würde ich behaupten, wegen diesen langen Graben. Könnte man damit ganz gut arbeiten, denke ich. Auch wieder so mit dem Häcksler, ne? Dieses Grashäcksler und so, das macht schon Spaß. Dieses kleine Feld werden wir dann wahrscheinlich maiskörnermäßig dreschen. Und auch ein bisschen Körnermais auf Lager haben. Und ich habe auch schon ein bisschen weiter überlegt, wie man Produktionssteigerung einbauen kann bei zum Beispiel den Hühnerstall. Ne? So eine, ich sag mal, so eine Futterstufe 2 oder irgendwie was auch immer. So eine 10%ige oder was auch immer Produktionssteigerung. Also wirklich so im Maßen. Ne? Soll es nicht überenden, aber es soll dann auch nicht so krass verbraucht sein. Das soll einfach nur sagen, wenn man weitere Rohstoffe zugibt, dass ein ganz bisschen mehr produziert wird. Grundrohstoffe müssen trotzdem vorhanden sein, weil ich wüsste nicht, wie man das sonst darstellen können sollte. Was denn nur von dem neuen Rohstoff, was gebraucht wird, macht im Zweifel nämlich keinen Sinn. Weil würde man vielleicht nur den Rohstoff hinbringen und alle anderen würde man sich sparen. Wobei man dann nicht den erhofften Ertrag hat. Also ich muss das mal gucken, das habe ich auch noch nicht richtig getestet, auch solche Sachen. Das sind so, so krass viele Sachen, die ich hier noch gerne machen wollen würde. Das ist echt, ja, das ist immer so diese Priorität, womit fange ich jetzt an, womit höre ich auf und was brauche ich jetzt und was brauche ich nicht. Auch das Thema Matchmap ist da ganz groß eigentlich, dass ich da gerne 2.0 fertig machen wollen würde, die auch wieder ein bisschen mehr diesen Match-Charakter noch zurückbringt, wie in LS17 da war. Ich sag mal, so gewisse Ziele erledigen, Goldkühe kriegen und Ziele beim Gegner dadurch sperren. Das ist schon noch meine Hoffnung, das im Frühjahr fertig zu kriegen, dass sich das auf jeden Fall 100% noch mal lohnt, ein richtig schönes Match zu starten, was dann auch vielleicht ein bisschen länger geht. Auch wieder mit Streams und mit Folgen, denke ich mal, wenn wir da genug Leute im Team zusammenkriegen und ich glaube, das sollten wir schaffen. So. Also 466.000 haben wir nun mal so als Info. Zwischendurch wird auf jeden Fall einmal Mischfutter verkauft worden sein. Was denn nehmen wir den Kornbestand, wenn wir jetzt gleich demnächst bei 520.000 landen, circa. Dann wissen wir, dass es funktioniert, dann funktioniert auch der Trigger in Zukunft. Dann gab es noch spezielle Wünsche, die ich mich aber auch noch nicht, die Fahrer der Aktion des Einkommenhof, die ich aber auch noch nicht angenommen habe für die Produktion und das auch nicht versprechen kann, dass es für 1.2 noch klappt. Irgendwo, also Ballen, Grasballen kaufen, die soll man eigentlich nicht kaufen. Die sind nur durch Zufall durch den Shop dazugekommen, da wird es jetzt keine größeren Kaufmöglichkeiten geben. Das bleibt so. Werde ich aber wahrscheinlich in den Kommentaren auch nochmal drauf antworten oder jetzt schon geantwortet haben. Fällt mir nur so ein. Dann war noch ein Wunsch. Ja, das kriegen wir hier hin. Deko an den Hütten kriegen wir auch noch hin.
Genau, da fällt mir gerade ein, ich habe ja auch den auf Empfehlung BPT-Mod. Das sind, glaube ich, kleine Autoload-Anhänger, die man unterschiedlichsterweise schön konfigurieren kann, mit draufgenommen. Da wollen wir uns vielleicht auch nochmal was kaufen. Entweder heute oder sonst morgen haben wir ja zwei Folgen Arbeitszeit. Genau. Und dann war noch ein Wunsch, was ich mir auch gerne nochmal angucken wollen würde, weil ich ja auch schon mal vor dem Problem stand, dass wenn man einen Fermenter einfüllt, viel Stroh, bisschen Silage und was weiß ich, und man braucht jetzt unbedingt mal ein bisschen Silage daraus, müsste es theoretisch... Fastwerk hat das Ziel erreicht. Achso, das ist ein Düngersteuer. Müsste es theoretisch möglich sein, über weitere Produktionslinien zu sagen, so, ich will jetzt mein Stroh hier wieder raus haben. Ausgabe Stroh, so als Beispiel. Ne? Und dann muss man da halt ein gewisses Volumen voraus drin haben. Keine Ahnung, ich sag mal bis zu 100.000. Und das muss ich dann vorgeben. Ja, und wenn, dann heißt es, ne, pauschal okay. 10.000 ist vielleicht ein bisschen wenig. Weil dann kommen 10.000, dann muss man warten, dann kommen wieder 10.000, dann muss man warten, dann kommen mal wieder 10.000. Vielleicht, ja, sollte man da so als Ziel sagen, 100.000. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie das wieder ein bisschen eure. Weil ich kann jetzt nicht sagen, ein Liter gibt genau das raus, was auch drin ist. Man muss das sozusagen auch als Produktion darstellen, mit einer gewissen Produktionsgeschwindigkeit und Produktionsmaximalvolumen, will ich es mal nennen. Also sprich 100.000 zum Beispiel. Dann würde man auch sagen, auslagern, aktiviert, auslagern Stroh. Dann wird Stroh von Stroh produziert praktisch, weil drinnen liegt ja Stroh. Stroh wird auch wieder hinten raus produziert. Und kann dann sagen, okay, 100.000 als Beispiel ganz schnell. So schnell wie es geht. Dauert natürlich trotzdem im Zweifel ein paar Sekunden. Aber dann ist Stroh da, je nachdem welche Spielgeschwindigkeit man spielt. Und dann kann man bis zu 100.000 auslagern. Dann sollte man natürlich aber auch dran denken, seine Produktionslinie wieder auszumachen. Weil ansonsten wird weiterhin Stroh ausgelagert. Das ist so aktuell meine Überlegung, wie man dieses Ding lösen könnte. Dass man das rauskriegt. Könnt ihr mal reinschreiben in die Kommentare, oder was ihr davon haltet. Ob ihr sagt, jo doch, versucht das mal so umzusetzen. 50.000 als Dings oder 100.000 als Maximalauslagerung, das wäre gut. Kann natürlich, wie gesagt, bedeuten, wenn ich nur 60.000 haben will, dass da 40.000 erstmal liegen, die ich dann theoretisch natürlich da rausholen kann und prüfen, also dann wieder in den Input reinpacken kann, aber natürlich auch ein bisschen aufwendig. Ne? Ich glaube, Silage mag er nicht, oder? Doch, der mag Silage. Ist ja praktisch, nehmen wir doch mit zum Hof. Ne? Wir haben immer noch 466.000, also scheine, dass der noch nicht weitergefahren ist. Doch, der fährt gerade wieder nach oben. Ich glaube, er hat Mischfutter geholt. Das dauert noch ein bisschen. Hafen ist ja nicht gerade nebenan. Gut, aber das Grasfeld haben wir runter. Wie war das mit dem Feld? Muss da noch was rauf? Kalk oder so? 3 ist fertig, 12 ist noch dabei. 36, ja, der muss, die 3 muss eigentlich gleich zu 36 rüber. Gar nicht lange fackeln. Gucken, genug ist noch im... Wie heißt das? Genug ist noch im Anhänger drin. Hoch zu 36. Ganz, ganz dringend. Bevor da groß weiter Wachstum stattfindet, muss da was gemacht werden. Okay. So, das 17 ist nicht ganz so schlimm. 26 müsste auch. Ja, der können wir aber, wenn wir da eh gleich dran vorbeifahren, können wir über 26 einmal rüber eiern schnell, ne? ...26 benötige ich auch Kalk. Mit 18.000 könnte ja schon fast knapp werden. Ich mache den Kalker einmal voll. Und danach fahren wir 10 zu 26. Kann aber sein, dass ich da mich auch knapp vertue, dass locker passt. Sehen wir gleich, ne? Merke auch, dass ich schon wieder ganz schön viele kleine To-Dos hier habe. 17 und 26. Aber wenn er sowieso gerade hier ist, finde ich, sollten wir das machen, ne? 26 lohnt eigentlich auch nicht und machen das ein Helfer. Wenn wir da mal keinen Kurs haben, weiß ich gar nicht, ob wir da einen haben. Dann würde ich das schnell mit Standardhelfer machen. Also die Richtung funktioniert schon mal. Fahre ich einmal so ein bisschen in das andere Feld 7 rein, um zu schauen, ob da jetzt schon was passiert, weil eigentlich sieht es
so aus, als könnte da schon jetzt auch endlich was passieren. Sieht so aus. So, ganz hier altmodisch. Standardhelfer. Ach, knapp vorbei und so. Das ist eher der hier. Klappe zu und los geht's. Ich kann nämlich auch der von 12 gleich, der, obwohl 12 muss erst vollgefüllt werden. Aber auch da, nee, eine Düngerkauf, ich kann sagen, eine Düngerkaufstation aufbauen, ist irgendwie auch blöd. Und hier können wir auch noch ein bisschen mähen, ne, das kleine Stück, aus mit Deko. Und hier wollten wir nochmal irgendwie generell demnächst auch ein bisschen Deko einbauen. Eine Deko-Hecke würde ich hier gerne längs ziehen, ein paar Bäume noch, dass das Ganze hier ein bisschen geschickter, schöner eingewachsen ist. Und darum wird nochmal ein bisschen geterraformt. Da wollen wir nochmal einen Weg längs machen, hier vorne auch am Graben. Mal nach vorne gucken, nicht nur in die Walla Pampa. Mittelsommer sind wir. Tag 1 Mittelsommer. Noch früh am Morgen. Und da legen wir hier vorne schon mal ordentlich los. Gucken, wo wir noch dran vorbeikommen. Ja. Ich wollte nämlich jetzt den einfach auch mit dem Standardhelfer hier hinterher schicken in die Richtung. 58.000 Einnahmen Ernte, nur mal so am Rande. Mischfutterfabrik dürfte jetzt funktionieren. Sage mal dürfte, ne? Das war schon mal wieder auch nice. Da muss man nicht mehr weiterfahren lassen, sondern einmal müsste er noch, ne? Das ist auch noch knapp, das klappt, das sehen wir zwar erst in der Folge morgen, weil da fährt er doch immer 5 Minuten oder so. Aber das wäre cool. So, 12 ist gleich fertig, müsste zurück zum Hof vollfüllen und könnte dann wieder hoch zu 23 und 36. Beide wichtig. Ja, 17 kann danach auf jeden Fall auch gedüngt werden. Und dann wollte ich noch, was wollte ich denn noch? Genau, den Fermenter hier. Der sollte zur Mischfutterfabrik kommen. Da kann er erstmal so bleiben, oder? Eigentlich blöd sonst. Eigentlich müssen wir nochmal fahren danach. Zweimal Silage holen. Oder Silage. PGA reinkippen müssen. Zumindest einmal über Nacht Geld kriegen. Ich habe mir auch überlegt. Auch noch so eine kleine Überlegung. Wir werden ja bald wieder viel, viel Geld mit unseren Biogasanlagen verdienen, spätestens im Winter. Sollte das da richtig losgehen, weil wir das Silo gehäckseltes abdecken, 2 Stück und dann auch 2 Biogasanlagen haben. Natürlich müssen wir auch erstmal das alles verschaufeln in die Biogasanlagen reinkriegen. Aber wir werden auch logischerweise durch die ganzen laufenden Produktionen, große Nachfrage bei Aldi, immer mehr Geld verdienen. Und warum nicht nochmal eine Art Kredit aufnehmen und sagen, dass man täglich zum Beispiel, was weiß ich, sich ein bisschen unter Druck setzt und sage, ich muss pro Tag, um an der Summe in den Raum zu werfen, vielleicht 100.000 oder so zurückzahlen. Beispiel. Immer abends um 18 Uhr ab zur Bank so ungefähr 100.000 zurückzahlen. Wie auch immer. Muss bezahlt werden. Könnte man machen, ne? Damit man zum Beispiel auch noch in weitere größere Produktionsindustriezweige hier einsteigen kann. Stichwort ist natürlich endlich mal Obst. Dann will ich nicht nur eine Apfelplantage haben, ne? Das wisst ihr. Das ist ein Stichwort. Ein weiteres Stichwort ist auch Kalk. Weil Kalk nicht ganz so wichtig. Interessanter eher noch Kies, Sand, Erde. Baustelle, Handel als Verkaufsstation, eine weitere Verkaufsmöglichkeit zu haben. Für Produkte auf Palette, die teilweise im Schnitt im Handel bei, weiß ich nicht, 5 bis 10% höherpreisig sind. Ja, ne, also von daher ist viel, viel denkbar.
Natürlich, oh, guck, der wird noch die andere Seite machen sollen. Jetzt holt er ihn gleich auf. Genauso denkt man natürlich auch noch ein Grasfeld davon zu kaufen oben, ne? Direkt und loszulegen mit Big M. Vielleicht überlegen wir das uns noch ein bisschen zusammen im Stream, die Leute. Denn für die heutige Folge war es das schon wieder. Ich denke, wir haben wieder ganz gut was geschafft. Geld läuft, 500.000 haben wir. Wir haben sehr, sehr viele Produkte zu verkaufen. Morgen Mittwoch, 12 Uhr geht es hier weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr Spaß macht, lasst gerne ein Like da, einen Kommentar und so weiter. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Bis zum nächsten Mal und tschüss.